Nach ihr kommt Wolfgang Klinger, FPÖ-Abgeordneter aus Oberösterreich. Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Klinger. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesminister, Frau Dr. Pamela Rendi-Wagner hat soeben davon gesprochen, wir kürzen hunderte Millionen Euro in der Sozialversicherung. Ich verstehe das nicht. Wir sparen ein in der Sozialversicherung und wir machen auch hier ein schlankes System und das wird Gelder zurückspülen für unsere Patienten. Frau Dr. Rendi-Wagner, Sie sprechen davon, dass wir dem historischen Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft den Kampf angesagt hätten. Ich glaube, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, die SPÖ ist in der Historie stecken geblieben. Sehr geehrter Kollege Katzian, auch natürlich wünschen wir Ihnen alles Gute für die Zukunft. Das Weitere wurde ja schon gesagt. Aber wenn Sie davon sprechen, dass bei uns der Abwehrkampf für faire und soziale Sicherheit und faire Arbeitsplätze so richtig unter Druck gekommen ist, dann kann ich nur eines sagen. Das Einzige, was in der Republik unter Druck gekommen ist mit Ihrer leidigen Geschichte, das ist jetzt die SPÖ und niemand anderer. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir Gesetze durchpeitschen, ich stelle nur eines hier fest. Die Sozialpartnerschaft hat es nicht geschafft, für gerechte Arbeitswelten und für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, geschweige denn für flexible Arbeitszeiten. Diese Bundesregierung hat diese flexiblen Arbeitszeiten jetzt eingesetzt. Und wenn Sie davon reden, dass ein 12-Stunden-Tag jetzt gang und gäbe sei, dann möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Betriebsrat einer großen europäischen Firma geführt, der völlig verunsichert gemeint hat, dass jetzt alle 12 Stunden zu arbeiten haben. Am nächsten Tag war Betriebsversammlung. Ich habe ihm gesagt, dass das auf freiwilliger Basis sein wird, diese 12 Stunden. Und ich habe ihn ersucht, mir von dieser Betriebsversammlung zu berichten und mich sofort anzurufen am nächsten Tag. Er hat das leider Gottes nicht getan. Ich habe mich dann bei ihm gemeldet und gefragt, warum er mich nicht angerufen hat. Wissen Sie, was die Aussage war? Ich habe nicht mehr anrufen müssen, weil jetzt verstehe ich es und es passt alles. Das ist die wirkliche Arbeitswelt, in der wir uns jetzt befinden. Und wir haben eben einen anderen Zugang. Wir stellen den Menschen als Individuum dar und fest. Und dieses Individuum wollen wir fördern mit allen seinen Fähigkeiten, aber mit allen seinen Entscheidungsmöglichkeiten auch. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es nicht sein kann, dass viele über einen bestimmen, der von sich aus etwas für sich Besseres machen wird. Und wir haben damit klar festgestellt, dass Betriebsräte und Gewerkschaften, so wichtig sie sind, aber nicht das Allmaß in den Zeitgesetzen sein können. Sie sprechen davon, dass wir nichts weiterbringen. Aber ganz ehrlich gesagt, wir haben 1.500 Euro Mindestlohn eingeführt. Auch das war Ihnen dann zu wenig. Ja, warum haben Sie das nicht vorher gemacht? Hätten Sie das vorher gemacht, da hätten Sie lange genug Zeit gehabt, Herr Katzian. So schaut's aus. Von einem Familienbonus mit 1.500 Euro pro Jahr für unsere Familien, da sind Sie meilenweit entfernt gewesen, so etwas umzusetzen. Und Sie werfen uns jetzt vor, wir würden einen Kampf gegen faire Arbeitswelten und gegen soziale Gerechtigkeit führen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Soziale Sicherheit für alle. Auch hier haben wir einen unterschiedlichen Zugang. Ich sehe einfach nicht ein, dass jemand, der in unser Sozialsystem eindringt, noch nie etwas geleistet hat für dieses Sozialsystem, dieselben Leistungen bekommen soll. Das wird es mit uns einfach nicht geben. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Und es ist auch ein Unterschied, ob jemand arbeiten könnte und nicht will oder ob jemand arbeiten will, aber nicht kann. Auch das müssen wir berücksichtigen.
die Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten. Ich bin seit 1990 in der Politik. Das war immer Thema. Es war immer Thema und ist von Anfang an immer wieder gescheitert. Diese Bundesregierung ist angetreten, um wichtige Themen umzusetzen. Das ist eben auch die Sozialversicherung-Zusammenschließung. In diesem Sinn mein letzter Satz. Die Maßnahmen dieser Regierung, unserer neuen Sozialministerin, sind Meilensteine für eine faire Arbeitswelt, für soziale Gerechtigkeit, eben für eine positive Zukunft für unser Land. Danke.